Die Sesselbahn zum Lavegrad ist ohne jeden Zweifel eine der beliebtesten und wichtigsten Anlagen im Skigebiet von Adelbodenlenk im Berner Oberland. Und schon beim ersten Blick auf die Talstation wird deutlich, dass diese Anlage alles andere als gewöhnlich ist. Denn eingestiegen wird hier aus Platzgründen in die talfahrenden Sessel. Weil die Station an einem steilen Abhang steht, umfahren die Fahrgäste nach dem Einstiegsbereich den kompletten Stationsumlauf, bevor es in Richtung Bergstation geht. Was wie eine Notlösung aussieht, hat in Wirklichkeit aber noch einen ganz einmaligen Vorteil. Weil die Fahrgäste von der Seite in die Sessel einsteigen und kontinuierlich bis zum nächsten freien Sitzplatz vorrücken, kann ein viel höherer Füllgrad erreicht werden als bei konventionellen Einstiegen. Der typischen Gruppenbildung vor den Einstiegstoren, die stets für viele freibleibende Sitzplätze sorgt, kann so gezielt entgegengewirkt werden. Mittlerweile ist das System speziell im Berner Oberland auch bei anderen Anlagen häufig anzutreffen. Trendsetter war übrigens niemand Geringeres als der Vorgänger der heutigen Sesselbahn Lavey. Schon bei dieser macht man aus der Not eine Tugend und platziert den Einstieg auf die talfahrende Seite. Die Geburtsstunde des 180-Grad-Einstiegs. Bei dieser Anlage handelt es sich 1987 um eine kuppelbare Dreiersesselbahn aus dem Hause Garaventa. Die Bahn übernimmt aus Kostengründen zahlreiche Elemente ihres Vorgängers, darunter auch die Stützenschäfte. Für die Talstation mit ihrer umfangreichen Kuppeltechnik ist der Platz gegenüber dem fix geklemmten Vorgänger von Habegger aber begrenzt. Und so erblickt diese kuriose Einstiegsform hier das Licht der Welt. Mit einer Förderleistung von 1600 Personen pro Stunde ist die Dreiersesselbahn bereits ein erheblicher Fortschritt gegenüber ihrem Vorgänger. An einem solch beliebten Skihang bilden sich aber an guten Tagen trotzdem nicht selten Warteschlangen. So wird Garaventa 2007 erneut mit einem Ersatz beauftragt. Die Vierersessel mit Wetterschutzhauben steigern die Förderleistung auf stündlich 2200 Personen und erreichen die Bergstation dank einer Fahrgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde bereits innerhalb von 6 Minuten. Die Station auf dem Lavey-Grat ist aufgrund ihrer exponierten Lage in einem echten Gebäude integriert, das auch den Antrieb beherbergt. 109 Sessel und 16 Stützen weist die Bahn auf ihrer gut 1,6 Kilometer langen Strecke auf. Mit einer Höhendifferenz von rund 500 Metern ist sie entsprechend beliebt für Wiederholungsfahrten, stellt aber auch einen wichtigen Zubringer in die Skigebietsteile Metsch und Sillerenbühl dar. Warteschlangen lassen sich daher auch heute noch nicht immer ganz vermeiden. Ob daher irgendwann einmal ein Nachfolger mit noch höherer Förderleistung folgt, wird sich zeigen. Es wäre dann übrigens bereits die 5. Generation an diesem Hang. Denn auch die Sesselbahn von Habegger ersetzt 1970 bereits einen kuppelbaren Stangenschlepplift von Poma.